Die heilige Stadt der Waldrasse. Die heilige Stadt der Waldrasse. Ohne Scheiß. Hat man sowas schon mal gehört? Leute, das ist echt. Das ist die Dunkelheit. Ja, das ist jetzt im Prinzip unser Auftrag. An der 3 sollt ihr uns erkennen. Servus, herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Kingsfield 4. Und dieses Intro, was ihr heute zum ersten Mal gesehen habt, teilweise wir im Studio ja auch, das werdet ihr wahrscheinlich auch zum letzten Mal gesehen haben. Denn wir haben ein Novum auf halbem Weg durch die Welt von Kingsfield 4 zu verkünden. Ab sofort wird das Ganze, wann immer möglich, in Dreierkonstellation stattfinden. Threesome for the win. So. Denn wir haben quasi unsere Kräfte bestmöglich gebündelt. Das heißt, Dennis Richtarski wird in seiner Funktion als Kartograf weiterhin tätig sein und genauestens mitzeichnen, wo wir hergehen, wo wir hin. Das ist nicht so drauf, ne? Nee. Mit dem was? Entschuldigung, gestern schon bei der Vorstellung beim Kochduell hast du auch erstmal nur die halbe Team vorgestellt. Jetzt stellst du den falschen vor. Habe ich Dennis nicht Richtarski genannt? Ja. Alter, warum könnt ihr euch nicht. Hast du nicht einen zweiten Namen oder du? Ich habe mehrere Namen, Alter. Ach, Mann. Okay, Dennis H. mit der Karte. Du kümmerst dich um die Karte, das finde ich sehr schön. Das hast du sehr gewissenhaft angefangen. Dann machen wir auch weiter. Und Dennis Richtarski, Dennis R., mit dem Feldstecher. Du bist quasi so der Scout, ne? Du guckst vielleicht ein bisschen im Internet mal, was ihr an Feedback gebt, was unter die YouTube-Videos kommt, was im Live-Chat abgeht und so weiter und so fort. Damit wir bestmöglich durch die Welt rangieren und dieser Posten kommt mir zu. Colin Gäbel mit dem frechen Schnäbel. Colin Gäbel, langer Säbel, ne? Wer es glaubt. Bei der Heide in die Tasche. So, meine Heidi. Lieben, wir sind genau da, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Und hast du eine Markierung auf der Karte gesetzt, Kartograf? Ja. Auf welche, also, oder meinst du, auf welcher Ebene wir sind? Auf welcher Ebene? Ich glaube, wir sind ganz oben, ne? Ich guck noch mal einmal raus. Ja, dann ist das hier. Also wir sind, ja. Auch vielleicht für Dennis Richtarski noch mal, wir haben in den letzten beiden Folgen Abenteuer erlebt. Wir haben unter anderem die Blitzgegner besiegt. Das war eine Sache, die wir spreaden mussten über 2 Folgen, weil es gar so aufregend und langwierig war. Und wenn ich mich jetzt recht entsinne, dieses ganze Blitzgebiet liegt überhalb dieser Decke. Ne? So hatten wir es ja gezeichnet. Richtig, genau. Du kommst jetzt praktisch, wenn du in den Raum wieder zurückgehst, kommst du auch wieder zu einer Treppe, die in die Königsgruft führt. Genau. Und dort ist auch ein Pentagramm und ein Speicherpunkt. So, das ist die Treppe gen Königsgruft, da könnten wir hochgehen. Da ist oben nämlich der Händler. Genau, da wollen wir aber jetzt gar nicht hin, denn eigentlich, was wir ja vorhaben, ist das, was wir seit Wochen auf... Genau, die Feuerpfeile. Entschuldigung, wollte ich nicht. Nein, du spoiler ruhig. Wenn ihr zum ersten Mal einschaltet, selber schuld. Ja, denn da war Dennis auch noch dabei, deswegen, du hast gar nicht viel verpasst. Was ist noch das Curry von gestern, Dennis? Das war der knurrende Bossgegner, der hier hinter der Tür lauert. Ja, deswegen freue ich mich sehr. Ich hoffe nämlich, dass wir in dieser Konstellation hier Erfolge feiern, wie sie im Kingsfield-Universum noch nie gesehen wurden. Krass. Alter, da kommt ein Flieger. Na. Alter. Ich versuche immer noch meinen... Nee, das ist alles gut. Ich möchte mich meinen... Guck dir den hässlichen... Der hat ein Gesicht auf der Brust, Gesicht, ne? Das ist halt, das ist auch schon aufgefallen. Das sind verwunschene kleine Zwerge, verwandelt in Vögel. Oder es sind mutierte Geschlechtsteile. Der cleverste von allen gewesen. Ja. Ich habe natürlich nur die Karte mitgenommen und nicht die neuen... Das neue Papier, aber Alter. Paul oder Regie oder Tim, wer mich hört, der kann mir sicherlich meinen Block bringen. Was? Das Karo-Papier ist hier ausgegangen? Von meinem Platz. Nein, ich habe den einfach nicht mitgenommen. Ach so. Weil ich nicht clever genug war, hier extra Papier reinzumachen. Dass wir nicht in See gestochen sind. So, wer will was trinken? Ich noch nicht. Ich lege mich hier gerade noch mal mit diesem Phoenix an. War das ein Ja? Nee, danke. Ich hab. Ach so. Hier von der volle... Raketenpause in ihrer. Da hast du aber auch so einen Deal. Rad? Ja. Schwarz. Na! Lecker. Der Schwanz ist keine Triggerzone. Das habe ich, ja, ich muss das mal. Ist ein bisschen horny, ne? Cool. Ja, das ist irgendwie. Bester. Ist im Argen zu Hause. Pass auf! Das war doch der Krugmann! Guck, siehst du, ja, da geht er da. Krugmann! Viva Las Vegas! Ja, ne? Ja, geiler Tipp, ey. Ja. Die Pizza hochgeschmeißen, guter Tipp. Ja, meine auch. Danke dir, Kuchen. So, dann bist du jetzt nicht mehr ganz oben, sondern du bist auf der Mitte. Genau. Wir sind jetzt auf, das Problem ist drin nicht wirklich viel. Waren wir hier denn schon drin? Ja, wir haben die kompletten Räume hier kartografiert, die mittleren.
Aber das Außenareal. Wir wissen noch nicht genau, wo Norden, Süden, Osten und Westen sind. Nee. Wie willst du das so rauskriegen? Gibt es da eine Möglichkeit? Nee, aber wir müssen uns ja irgendwann mal festlegen, damit wir eine Relation dazu haben. Könnte, also ich glaube, man ist ein bisschen... Also nicht wir wissen, okay, sondern wir haben uns noch nicht entschieden, ja, wo Norden, Osten... So kann, das hast du natürlich, okay, viel poetischer. Ich glaube, ich würde ja vermuten, dass Norden tatsächlich auch da ist, wo der Ausgang praktisch... Ich würde das ja, ich würde irgendein Item auf den Boden schmeißen und Kolabos hin zeigt, ist Norden. Ich bef... Nee, im Ernst. Wir, pass mal, Dennis hat natürlich gar nicht Unrecht. Diese zweite Ebene, ich weiß nämlich nicht mehr genau, wo es zu den Feuerfallen geht. Die Außenbereiche dieser zweiten Ebene oder also der zweiten von oben, haben wir ja noch nicht komplett festgelegt. Nein, ne? Da sind wir hier, da haben wir nur die Brücken eingezeichnet und ich glaube, wir werden... Oh, mein Geld. 311 Gold sogar. Das ist voll bank. Das wird ja sowieso dann hier nur praktisch ein Rundgang noch sein. Genau. Den wir dann einzeichnen. So. Und dann auf einem neuen Stück Papier praktisch den nächsten Abschnitt. Genau, da legen wir uns auch einmal jetzt fest, würde ich sagen. Den Raum haben wir eingezeichnet, den Raum mit dieser magischen Karte. Ne? Das sind die Zaubersprüche, soweit wir sie ja schon gefunden haben. Ja. Haben wir diese Ebene schon gezeichnet? Hast du das schon irgendwo festgelegt? Okay, dann machen wir es so, wie du es gezeichnet hast. Auf deiner Zeichnung ist die Karte im Süden. Nee, das ist Blödsinn, weil ich hab das nur hingeschrieben, damit ich es lesen kann. Oh. Ach so, aber dann markier doch die Karte einmal so, damit wir einmal festlegen, von der Karte ausgehend. Da ist die Karte, würde ich sagen, ne? Jetzt hast du sie dahin, genau da. Das heißt, jetzt, wenn du dich umdrehst, da... Du also, ich gucke jetzt. Jetzt ist so, wie ich jetzt gucke. Jetzt ist Norden. Jetzt ist Norden. Das heißt, du hast die Karte im Osten verortet. Okay, darauf legen wir uns jetzt fest, ja? Du bist der Kingsman. Ja, aber du musst, wenn jetzt der Chat ruft, oh nee. Nee, der Chat nicht, grüßt, ne, uns erstmal. Wir grüßen euch alle freundlich zurück. Und ich sag dir gleich, falls es da irgendwie ein Veto gibt, aber... Ja, du könntest ja vielleicht gleich auch nochmal bei uns im Forum checken und unter den YouTube-Videos, da waren bestimmt wieder unsere fleißigen Helfer und haben wertvolle Tipps gegeben. Ah, okay, das mache ich mal als erstes. Ich gehe zu... So. Wie heißt diese Seite? You was? YouTube irgendwas. Musst du nicht bookmarken, die ist bald wieder offline. So, wir haben also jetzt rechts von uns, also im Osten, die Karte. Das heißt, ich gehe jetzt durch den Nordausgang raus und wir gucken erstmal, ob wir da eine Brücke haben. Ja, da ist eine runtergelassene Brücke. Die ist auf allen Seiten, das heißt... Genau. Da kannst du eigentlich einen großzügigen rummachen. Wichtig ist halt jetzt, dass diese Brücke im Norden schon runtergelassen ist. Wie wegen dem Scheißblock hast du Tim jetzt laufen lassen? Wieso, was heißt wegen Scheißblock? Das ist kein Scheißblock. Du hast ja da genug Papier. Das ist offizielles Kartenpapier. Karo-Papier ist das. Stinknormales Kolschblock-Karo-Papier. Kartenpapier. Dafür ist Tim gerade 5 Stockwerke gelaufen. Ich glaube, wir müssen das Ganze nochmal anpassen. Aber es ist egal. Ich guck mal kurz, wo dieser Nordgang hingeht. Es müsste nämlich hier draufstehen. Wächtereingang. Moment, warte mal. Das ist dann... Gehen wir nochmal ein Stück zurück. Mhm. Die sind aber auch alle mit einem... Die sind praktisch, du könntest jetzt praktisch auch einmal im Viereck außen rumlaufen. Nicht zwingend, das sind nämlich teilweise kaputte Gänge. Wengel. Also, im Norden geht es zum Wächterausgang. Das reicht ja erstmal als Hinweis. Wächter. So, und hier führt links davon, also Richtung Westen, ja? Mhm. Immer noch, das ist ja die sogenannte Maya-Pyramide hier, für alle, die heute zum ersten Mal einschalten. Die wir aus welchen Gründen auch immer machen. Bist du jetzt außen rumgelaufen? Genau, ich bin jetzt quasi links gegangen vom Wächterausgang. Okay. Boah, das ist der 60. Teil heute, ne? Der 70. Nein. Der 60. 60. So laut YouTube der 60. Also, wenn wir die da unterteilen, das ja immer, ne? Mit jeder Werbung. Ja. Du kannst also links von dem Wächtereingang im Westen führt ein kleiner Formgang nach Norden ab. Und an dessen Ende, ja, nach Norden, wieder nach Norden, ist eine kleine Tür. Ich guck mal kurz, wo die hinführt. Ah ja. Das ist, glaube ich, das erste Alien-Gebiet. Also hier schließt, glaube ich, was an, was wir gar nicht... Also so praktisch. Nee, im Norden. Also hier ist der Wächtereingang und hier ist es. Da sind wir noch nicht. Das ist ja komplett Westen. Ich bin jetzt noch auf der äußeren Kante. Ich check mal kurz. Seid ihr zufällig in der Nähe des Thronsaales? Nein. Oh, hier hat jemand mich. Ich muss mal kurz... Kollege, Echsenpriester. Also nochmal. Wo ging hier genau der Gang? Also, es ging ein Gang. Guck mal, ich zeig's dir nochmal einmal. Ah, okay. Also, hier ist der, ne, ist der Wächtereingang. Und
links davon, aus diesen Außensims, sag ich jetzt mal, nicht auf dem Innensims, nicht auf dem Turm, geht eben hier ein kleiner Raum nach oben. Den musst du auch nicht mit diesem Winkel hier zeichnen. Meiner Meinung nach reicht ein kleiner Gang nach Norden und der führt zu einem Raum. Zu einem in sich geschlossenen Raum, in dem mal eine Truhe war, beziehungsweise eine Truhe noch drin ist, aber die haben wir schon geplündert. Ja? Ja. So, ich gehe jetzt wieder zurück durch die Tür, denn, so viel wissen wir, daneben, also noch weiter Richtung Westen, aber ebenfalls auf der Nordseite dieses Komplexes, befindet sich ein weiterer Durchgang und der führt mich, glaube ich, also quasi auf gleicher Art straight in einen weiteren Raum. Und ich tippe mal, dass hier Kollege... Oh, guck mal da. Zombieschütze. Das war gar kein Echsenmensch. Das war hier... Oh, sind wir stark mittlerweile. Da ist ein weiterer Raum mit einer leeren Truhe. Also Truhen... Und dieser Raum ist ebenfalls eine Sackgasse. Also einfach nur zwei Räume nebeneinander, die uns nicht weiter zu interessieren haben. Okay? Ja. Wunderschön. Checken wir noch einmal kurz. Also das alles machen wir natürlich mit einem Fernziel. Wir wollen ja. Den Sims brauchst du nicht einzeichnen, das ist jetzt wurscht. Wir kommen da jetzt eh nicht hin. Ich gehe jetzt wieder zurück in die Mitte. Über die Brücke beim Wächtereingang zurück in den Mittelbereich. Beziehungsweise ich guck mal einmal, ob hier rechts auf der Ostseite geht es, glaube ich, noch weiter. Nein, ich erinnere mich. Ich gehe jetzt einen Gang auf der Ostseite, ne? Also auf der... Nicht Ostseite, sondern östlich vom Wächtereingang Richtung Norden. Das ist eine weitere Tür. Okay. Und diese, ich gehe mal hier wieder zurück. Jetzt müsste ich... Okay. Alles klar. Also, ich gehe noch mal einmal auf den Sims. Dann werde ich dir genau sagen, was wir hier für eine Räumlichkeit haben. Ja, erinnere ich mich nämlich dran. Das ist nämlich jetzt hier quasi... Das ist jetzt eine der frühesten Ebenen, auf denen wir waren. Die brauchen wir auch nicht im Detail jetzt mitnehmen. Also... Dieser Gang führt zu einem Raum oben, ja? Der geschlossen ist. Der ist geschlossen. Da ist so ein bisschen nach rechts gehend breit. Ja? Mhm. Auf der gegenüberliegenden Seite dieses Raumes findet sich eine weitere Tür. Und diese Tür führt in einen Raum, der leer ist und uninteressant. Einfach nur, kannst einfach ein kleines Quadrat malen, den haben wir schon. Beäugt. Ja? Wir gehen zurück. Und auf derselben Seite, wo wir reingekommen sind, ist am Ende des Raums noch eine Tür nach unten. Und da ist ein kleiner Raum drin, wieder. Und da sitzt, ich glaube, ein weiterer Händler. Den haben wir schon lange nicht mehr besucht, aber vielleicht kaufen wir von dem direkt mal was. Pfeile zum Beispiel, wenn er hat. Ein Händler, ja, wir kaufen. Ah, wie sieht es denn damit eigentlich aus? Wir hatten ja eigentlich den guten Trick, dass wir immer zu den Heilquellen spawnen, um da Mana aufzufüllen und mit dem Mana uns zu heilen. Das war auch sehr praktisch. Pilze 400. Die Pilze kosten bei Ben Laden aber 300, meine ich. Aber wir sind gar nicht bei Ben Laden. Also was soll das Geheule? Ein paar Pfeile könnte man noch mitnehmen. Davon haben wir nämlich... Ja, nee. Ein paar Pfeile nehmen wir mal mit. Pfeile sind nämlich manchmal eine schöne Alternative. 30 Pfeile, nein, 40 Pfeile. Ich habe Pfeile auch wieder lieben gelernt in Dark Souls 3, manchmal um Gegner zu pullen und so. Das finde ich gut. Na, also in diesem Raum ist ein Gegner mit einem überschaubaren Warenangebot. Und damit ist diese Nordseite dieser Etage komplett erschlossen. Das sparen wir uns jetzt, denn das haben wir meines Wissens nach alles abgegrast. Ich habe jetzt gerade rüber geschaut auf die Ostseite. Ich gehe wieder in die Mitte des Maya-Turms. Gesundheit. Danke. Ich
gehe auf den Maya-Turm, ne? Und die Ostseite führt uns ebenfalls über eine Brücke. Ich guck mal eben, wo der Haupt, wie das heißt. Da führt ein großer Hauptbereich sozusagen ab Richtung Nordeingang. Also müsste es eigentlich einmal wahrscheinlich komplett. Also Norden laut offizieller Spiellogik ist jetzt da, wo bei uns Westen ist. Der Rest interessiert uns jetzt Westen aber noch nicht. Westen? Ich dachte, du bist gerade nach Osten. Genau, Norden ist da, wo Osten ist. Das ist vollkommen recht, mein Fehler. Ja, wir machen eine kurze Pause und dann wird ein bisschen weiter kartografiert. Aber wir wollen natürlich nicht den ganzen Tag nur mit Backtracking hier verbringen, sondern euch hoffentlich auch noch mit auf neue Abenteuer nehmen, Richtung Feuerpfeile. Heute vielleicht dann wirklich. Bis gleich. Ja.